Hallo und willkommen zu diesem Tutorial, das sich mit der Partite für Flöte Solo BWV 1013 befassen wird. Ich werde viele offene, aber auch versteckte Fragen behandeln und darüber hinaus Denkanstöße zu bestimmten Aspekten geben. Ihr könnt gespannt sein auf einige spannende Erkenntnisse. Jede Flötistin wird früher oder später mit diesem wunderbaren Werk in Berührung kommen und es dann begeistert üben und spielen wollen. Johann Sebastian Bachs Partita ist die erste große Solokomposition für die Flöte in der Geschichte. Danach folgten dann immer wieder Stücke für unbegleitete Flöte, wie zum Beispiel die 12 Fantasien von Telemann oder auch das Solo von Karl Philipp Emanuel Bach, das übrigens auch in A-Moll geschrieben wurde. Bis heute wurden unzählige Solowerke für Flöte komponiert. Aber Bachs Partita hat eben diesen besonderen Stellenwert. Die Bezeichnung Partita bedeutete damals, ähnlich wie die Suite, eine Folge von verschiedenen Tanzsätzen. Bevor ich mich den einzelnen Sätzen der Partita zuwende, möchte ich noch ein paar wichtige und für die weiteren Ausführungen relevante Aspekte ansprechen. Wenn man, was in der Regel geschieht, neue Noten kauft, so ist das eine von einem Herausgeber edierte und gedruckte Ausgabe. Im besten Fall hat sie ein kritisches Vorwort. Leider ist das aber oft nicht der Fall und man hat dann ein Notenbild vor sich liegen, dem man einfach vertraut. Das aber, wie wir sehen werden, sehr oft Fehler, Ungereimtheiten und Lücken aufweist. Das passiert auch bei der Partita. Und so wird sie landläufig im besten Glauben gespielt, da dieser gedruckte Notentext für Johann Sebastian Bachs gültige Version gehalten wird. Aber ist das wirklich so? Ist die Partita in dieser Form wirklich Bachs Fassung? Wir wollen einigen Fragen nachgehen und uns kritische Gedanken machen, auch wenn wir vielleicht keine Antwort darauf finden. Fangen wir an, musikalischer Detektiv zu spielen und ein paar wesentliche Punkte unter die Lupe zu nehmen. Erstens, es gibt leider kein erhaltenes Manuskript von Johann Sebastian Bach. Die einzige erhaltene Quelle ist eine Abschrift, die zwei verschiedene Kopisten angefertigt haben. Der erste schrieb bis Takt 20, der Allemande. Das ist der erste Teil inklusive der zweiten Klammer. Der Rest wurde vom zweiten Kopisten abgeschrieben. Das bedeutet naturgemäß, dass beim Abschreiben Fehler passieren können. Wir kennen das von uns selber. Wir werden im Folgenden sehen, wie und wo das passiert sein könnte. Zweitens, ist die originale Fassung tatsächlich für Flöte? Diese etwas ketzerische Frage kann man sich schon stellen, wenn man die instrumentale Idiomatik insbesondere bei den ersten zwei Sätzen anschaut. Die pausenlos durchlaufenden Sechzehntel in der Allemande, die keinerlei Rücksicht auf das Atmen nehmen, und die sehr geigerisch anmutenden Akkordbrechungen in der Corrente sind überhaupt nicht flötistisch. Ist es also vielleicht eine Bearbeitung eines verschollenen Werkes? Diese Frage kann heute natürlich nicht beantwortet werden, aber man darf sie sich schon stellen. Drittens, ist die Partita überhaupt mit den vier Sätzen komplett? Oder fehlen in der Abschrift vielleicht ein oder mehrere Sätze? Wenn man Johann Sebastian Bachs Suiten und Partiten für Violine, Cembalo oder Cello vergleichend anschaut, wird man bemerken, dass die meisten mehr als vier Sätze und als letzten Satz eine Gigue haben. Spannende Fragen, aber leider keine Antwort darauf. Vielleicht findet sich ja in Zukunft eine weitere Abschrift oder gar das Original. Kommen wir nun aber zu den einzelnen Sätzen. Die Allemande, wie damals für diese Gattung üblich, im Viervierteltakt geschrieben.
Diese Taktart wurde im 18. Jahrhundert, falls keine zusätzliche Tempoangabe wie Allegro, Vivement oder ähnliches angegeben wurde, grundsätzlich in einem langsamen Tempo gespielt. Hotteterre schreibt dazu im Jahr 1710 in seinem Buch L'Art de Préluder: Der Viervierteltakt besteht aus vier Viertelnoten oder dem entsprechenden. Er hat vier Zählzeiten und wird in der Regel sehr langsam gespielt. Die Achtelnoten sind egal, die Sechzehntel inegal zu spielen. Der Viervierteltakt wird in der Instrumentalmusik verwendet, beim Prélude, bei der Allemande, im Adagio oder bei Fugen. Was können bzw. sollten wir daraus schließen? In erster Linie, dass Bachs Allemande kein schneller Satz ist. In der Regel wird sie von Flötisten zu schnell gespielt. Aus Atemnot? Und zweitens, und das ist sicherlich ein revolutionärer Gedanke, müssen wir davon ausgehen, dass die Sechzehntel in der Allemande zumindest teilweise inegal gespielt werden sollten. Es gibt einen sehr interessanten Hinweis von Johann Joachim Quantz in seinen Solfeggi. Das ist das Unterrichtsheft seines Schülers Friedrich der Große. Dort zitiert Quantz eine Allemande von Blochwitz und schreibt darunter: Die Sechzehntel unegal, aber nicht als Punkte zu spielen. Müssen wir vielleicht grundsätzlich umdenken? Das inegale Spiel beschränkte sich in der Regel auf Sekund- oder auch Terzschritte, nicht jedoch auf größere Sprünge oder Dreiklangsbrechungen. Das heißt, dass es ein Mix zwischen mehr oder weniger starker Inegalität und egalem Spiel sein sollte. Also ein sprechender Gesang im Sinne Mattesons, der ja Musik auch als eine Klangrede definiert hatte. Es könnte der Beginn der Allemande vielleicht so klingen. Nun, das war der erste Schock. Inegales Spiel bei Bach. Ja, tatsächlich. Vor allem das Flötenspiel war zu dieser Zeit in Deutschland stilistisch noch sehr französisch geprägt. Die ersten Flötenlehrer, zu ihnen gehörte auch Büffardin, der Flötenlehrer von Quantz. Sie kamen alle aus der französischen Spieltradition. Vielleicht war die Partita ja auch für Büffardin geschrieben. Es gab im deutschen Raum im frühen 18. Jahrhundert kaum Flötisten, die dieses schwierige Stück bewältigen konnten. Und dann gibt es ja noch als krönender Abschluss das dreigestrichene A. Aber gehen wir doch noch weiter mit gewagten, aber für uns sehr wichtigen Überlegungen. In den Takten 5 und 6 macht die Flötenstimme einen wirklich unerwarteten und auch unlogischen Sprung nach unten. Einmal für das zweigestrichene F und im Takt danach dann für eben dieses zweigestrichene F und das G. Im ersten Fall geschieht dies im Verlauf einer E-Dur-Septim-Akkordbrechung, wo das F als None der harmonische Höhepunkt ist. Warum also genau dann der Sprung nach unten zum klangschwachen F2 auf der damals verwendeten Traversflöte? Das ist leicht zu erklären. Auf den allermeisten Traversflöten dieser Zeit war das dreigestrichene F nicht oder klang nicht nur sehr unschön zu spielen. Johann Sebastian Bach verwendet es für die Flöte in seinen Kompositionen nur ein einziges Mal. In der kleinen Messe A-Dur, es ist im Orchester, in einem Chorsatz, auf einer Fermate im Forte, wo es auf Klangschönheit nicht drauf ankommt. Da dieses F3 auf der Flöte also gewissermaßen unspielbar war,
musste es zwangsläufig nach unten transponiert werden. Ist dies vielleicht ein Hinweis darauf, dass dieser Satz ursprünglich für ein anderes Instrument angelegt war? Das gleiche gilt auch für Takt 6. Auch dort erscheint in der Klimax der Passage das unspielbare F3, gefolgt vom G3, das auf der Traversflöte allerdings gut spielbar ist. Was soll man denn tun, wenn man die Partite heutzutage auf einer modernen Flöte spielt, auf der das F3 problemlos zu spielen ist? Darf ich bei einer Komposition Johann Sebastian Bachs sinnvolle, dem Werk zuträgliche Veränderungen überhaupt vornehmen? Das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung. Meine Meinung ist, dass ein solcher Eingriff tatsächlich vertretbar ist, wenn dadurch die Ausdruckskraft gesteigert und das Verständnis der Musik verstärkt wird. Der nächste, vielleicht meist diskutierte und kontroverseste Punkt ist das berühmte tiefe Fis im Anfangsthema zu Beginn des zweiten Teils. Rufen wir uns in Erinnerung. Es gibt kein Originalmanuskript von Bach. In der Abschrift scheint es tatsächlich so, dass dieser Ton ein Fis ist, weshalb sämtliche modernen Ausgaben dies genauso übernehmen. Wenn wir aber unvoreingenommen und mit kompositorisch kritischem Blick das Ganze betrachten, fällt Folgendes auf. Der Beginn des zweiten Teils ist eindeutig die Wiederholung des Anfangsthemas, diesmal in E-Moll, also in der fünften Stufe der Grundtonart. Das war in den allermeisten Fällen so üblich. Wenn man sämtliche Allemanden Bachs vergleicht, wird man feststellen können, dass er beim Thema zu Beginn des zweiten Teils niemals eine Veränderung bei nur einem Ton vorgenommen hat. Das Anfangsmotiv wurde immer 1:1 übernommen, nur eben in einer anderen Tonart. Warum also hier eine Ausnahme? Man kann nur verschiedene Vermutungen haben. Es ist beispielsweise ein einfacher Schreibfehler des Kopisten. Man sieht an der Stelle, dass er sich schon zuvor verschrieben hatte. Oder in der verschollenen Originalvorlage Bachs war an der Stelle eine missverständliche Notation. Meine persönliche Meinung ist, dass hier auf jeden Fall ein E gespielt werden sollte. Die Kraft des Grundtones auf der guten Zählzeit gibt dadurch dem nachfolgenden Verlauf viel mehr Stabilität. Außerdem irritiert ein einzelner veränderter Ton den aufmerksamen Zuhörer. Puh, das waren schon ein paar dicke Brocken. Aber es geht noch weiter und es warten noch einige Überraschungen. Kommen wir nur zur Corrente. Dies ist die italienische Form der französischen Courante. Sie unterscheidet sich zur letzterer dadurch, dass es, wie der Name schon sagt, fließt und dieser Fluss nicht wie bei der Courante durch immer wiederkehrende Punktierungen unterbrochen wird. Das Ganze wird unterstützt durch lange Sechzehntelketten, die schon durch das Notenbild einen langen Fluss darstellen. Die grundsätzliche Frage, die sich in diesem Satz stellt, ist die der Artikulation. Und zwar vor allem hinsichtlich der Ergänzung der Legato-Bögen. In der originalen Vorlage, also der Kopie, gibt es im gesamten Satz nur 3 Bindebögen. Am Anfang und dann in Takt 16. Dass dies die einzigen Stellen sein sollen, wo man Legato spielen soll, ist vom Komponisten mit Sicherheit nicht so gedacht. Was also tun? Im Gegensatz zu Allemande, wo das Legato keine Rolle spielt und auch keine Rolle spielen sollte, ist es hier ein angedeutetes Stilmittel nach dem Motto: Lieber Flötist, liebe Flötistin, entscheide du, wie und wo du die Bindebögen einsetzt. Dass dies nach den damals üblichen Kriterien erfolgen sollte, liegt auf der Hand. Bemerkenswert sind die Akkordbrechungen in den Takten 15, 30 und ähnlichen.
Sie erinnern sehr stark an violintypische Figuren. Ein Hinweis auf eine mögliche Urfassung dieses Instruments? Auch hier würden Bindungen den harmonischen Effekt stark unterstützen. Wenden wir uns nun der Sarabande zu. Sie steht, wie üblich, im Dreivierteltakt. Hier muss ich kurz ausholen und über die typischerweise verwendeten Notenwerte in den verschiedenen Taktarten sprechen. Den sogenannten Notenstamm. Für jede Taktart stand damals bestimmte Notenwerte zur Verfügung. Diese bildeten sozusagen das rhythmische Gerüst. Bei dem Dreivierteltakt waren dies die Halbe, die Viertel und die Achtelnote. Als kleinster Notenwert wurde somit die Achtelnote gegebenenfalls innegal gespielt. Kamen fallweise zusätzliche Sechzehntel vor, so wurden diese als Verzierungsnoten gesehen und entsprechend gestaltet. In der Tendenz wurden sie dann auch Legato gespielt, um den Verzierungscharakter zu unterstreichen. Ein im Original eindeutiger Schreibfehler ist in Takt 10. Hier müsste es, wie in den drei parallelen Stellen, eine punktierte Viertel gefolgt von Sechzehntel sein. Eine viel spannendere Stelle jedoch ist im zweiten Teil bei der Reprise des Eingangsthemas. Aber ist dies tatsächlich eine Reprise? Der erste Takt deutet es scheinbar an, aber dann vollzieht die Melodie einen Sprung zu Takt 5. Also ist es keine wirkliche Reprise. Auch das kennt man so nicht bei Bach. In der nachfolgenden Bourée beispielsweise ist die Reprise 4 Takte identisch mit dem Anfang, bevor es dann, statt wie im ersten Teil nach C-Dur zu schwenken, dieses Mal in der Grundtonart A-Moll weiterläuft. Meine sehr starke Vermutung ist, dass an dieser Stelle der Sarabande die ersten 4 Takte fehlen. Das kann bei einer Abschrift leicht passieren, insbesondere da ja der 5. Takt mit dem ersten identisch ist. Schließlich noch die Bourée anglaise. Die Bezeichnung Bourée anglaise oder angloise, wie es im alten Französischen ist, wirft ebenfalls eine Frage auf. Formal ist es eindeutig eine Bourée im Zweivierteltakt. Aber weshalb der Zusatz anglaise, also englisch? Ich habe 2 Vermutungen. Die rhythmische Figur 16, 16, 8, die den ganzen Takt dominiert, war in England speziell bei den beliebten Hornpipes sehr verbreitet. Und außerdem, die ganze Bourée hat einen wilden, etwas draufgängerischen Charakter. Genauso wurden auf dem Festland damals die Engländer auch wahrgenommen. Ein eindeutiger Fehler in der originalen Amtsschrift ist in Takt 10. Dieser sollte, analog zur Passage im zweiten Teil, identisch mit Takt 9 sein. Das heißt, die Tonreihenfolge wäre D, G, D, H, G, H, D, F. Ein letztes Detail möchte ich noch erwähnen. In vielen modernen Ausgaben hat Takt 34 der Bourée eine 16. Auftakt. Dies ist, wie man in der Vorlage sehen kann, falsch. Es muss eine 8. sein. Übrigens gibt es eine sehr interessante Parallele zu Georg Philipp Telemanns Fantasie Nummer 2, die ebenfalls in A-Moll steht. Dort ist der letzte Satz von der Form her auch eine Bourée, auch wenn Telemann ihn als Adagio bezeichnet. Es kann kein Zufall sein, dass in diesem Stück für Soloflöte nicht nur die Tonart übereinstimmt, sondern auch wesentliche motivische Bausteine, wie die chromatischen Passagen dominieren oder die absteigende Tonleiter zur richtigen Reprise identisch ist. So, nun bin ich aber am Ende angekommen. Es ist für mich immer wieder faszinierend, diese Partita zu analysieren, zu spielen und zu unterrichten.
Auch nach vielen Jahrzehnten der Beschäftigung mit diesem Werk ist noch keine Routine zu spüren. Die Partita ist immer wieder neu für mich und ich kann immer wieder neue Aspekte für das musikalische Verständnis finden. Das heißt, ganz am Ende bin ich doch noch nicht. Ich habe nämlich noch eine Überraschung bereit. Ich bin das Wagnis eingegangen, zu der Partita einen Basso Continuo zu schreiben. Warum habe ich das getan? In erster Linie, weil das Werk so besser verstanden werden kann. Vor allem das harmonische Gerüst. Dies hat dann eine unmittelbare Auswirkung auf die Phrasierung und die Interpretation. Außerdem hat mich diese besondere Herausforderung gereizt. Ist es überhaupt musikalisch und kompositorisch möglich und sinnvoll, dies zu tun? Ich finde, ja. An vielen Stellen bieten sich sogar Imitation oder ein Kontrapunkt an. Und vielleicht gibt diese Version sogar eine Antwort darauf, in welcher Harmonie die halbe Note F im zweiten Takt der Sarabande gebettet ist. Den Zugang zur Version mit Basso Continuo findet ihr hier unten verlinkt. Sie beinhaltet die Partitur einmal mit und einmal ohne Aussetzung sowie eine separate Flötenstimme. Und so bin ich jetzt tatsächlich am Ende angekommen und schließe mit einem ganz persönlichen Statement. Auch wenn Johann Sebastian Bach die Partita ursprünglich vielleicht nicht für die Flöte gedacht haben mag, es ist und bleibt ein wunderbares Werk, das mich mein ganzes Leben weiter begleiten wird. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.